Barbara Michelke, Angehörigengruppe für psychisch kranke Menschen für Bruchsal und Umgebung, begrüßte die Teilnehmer des Vortrags Bergsport für Menschen mit Behinderung am Montag, den 14. Oktober in der Lebenshilfewerkstatt in der Moltkestraße. Wir haben uns für unsere Veranstaltung heute ganz bewusst das Thema Inklusion gewählt. Viele sprechen auch von Integration, aber das ist ein Unterschied, wobei es fließende Übergänge gibt. In der Integration versteht man, dass sich Menschen der Gesellschaft anpassen. Und unter Inklusion versteht man, dass sich die Gesellschaft den Menschen anpasst. Die Gesellschaft soll sich so verändern, dass die Menschen mit Handicap gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Das verlangt die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2008 verabschiedet wurde. Heute, am Welttag der seelischen Gesundheit, geht es vor allen Dingen um Menschen mit psychischen Einschränkungen. Inklusion darf aber auch nicht zur Überforderung führen, weder für die betroffenen Menschen noch für die, die sich als Angehörige, Professionelle oder als Ehrenamtliche engagieren. Heute, am Tag der seelischen Gesundheit, geht es uns vor allem um die Menschen mit psychischen Einschränkungen. Auch beim großen gesellschaftlichen Thema Sport kommen psychisch Kranke nicht vor oder nur in absoluten Ausnahmefällen. Sport für Menschen mit seelischen Behinderungen findet in den Augen der Öffentlichkeit überhaupt nicht statt. Das Thema Inklusion von seelisch Behinderten, wie es die UN-Behindertenrechtskommission verlangt, ist in unserer Gesellschaft kaum angekommen. Es ist auch in den Gemeindeverwaltungen, bei den Sportverantwortlichen und bei den Sportvereinen nicht angekommen. Kein Mensch ist hier vom Sportverein, obwohl alle die Einweisung erhalten haben. Umso mehr ist es Vereinen wie dem Deutschen Alpenverein anzurechnen, dass er sich dieses Themas annimmt. Aber auch psychisch kranke Menschen sollen die Chance haben, am gesellschaftlichen Leben außerhalb ihres psychiatrischen Umfelds teilhaben zu können. Das sei aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der engagierte Menschen aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, wie in der Nachbarschaftshilfe, den Kulturvereinen, den Kunst- und Musikschulen, den Sportvereinen und was es sonst noch alles gibt, wo sich Menschen treffen, mitarbeiten müssten. Ich freue mich sehr, dass wir heute im Sportverein zu Gast haben, der hier beim Thema Inklusion schon einen großen Schritt weiter ist. Matthias Henn vom Alpverein Karlsruhe hat mit seinen Mitstreitern vor ein paar Jahren eine Klettergruppe für Menschen mit Einschränkungen gegründet. Mein Sohn geht regelmäßig in diese Gruppe. Als er das erste Mal dort war, habe ich ihn begleitet. Als Mutter wollte ich natürlich wissen, was die da mit meinem Sohn machen und ob das wirklich so gut für meinen Sohn ist. Was in dieser Klettergruppe des Deutschen Alpenvereins, Sektion Karlsruhe, gemacht wird, wurde vom Leiter dieser Gruppe, Matthias Henn, in einem kleinen Film zu Beginn seines Vortrags gezeigt. Ich möchte mich zunächst mal bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Bevor ich da allerdings wirklich drauf einsteige, würde ich Ihnen gerne einige Impressionen, die Ihnen Vereinskameraden. Ich war seit Wochen auf diesem Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als er sein Rhythmus, als er sein Lied, was mich immer weiter durch die Straßen zieht. Kommt mir entgegen, ich werd so wohl, wird ausgewollt.
Wie Sie sehen, geht es um die Ausübung des Klettersports in der Halle. Bergsport begeistert viele Menschen, birgt aber auch Gefahren und erfordert spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse. Wie kann dabei Inklusion, ein Miteinander auf Augenhöhe, realisiert werden, ohne reale Gefahren und das Recht auf Selbstbestimmung zu ignorieren? Diese Frage steht im Mittelpunkt der inklusiven Arbeit der Sektion Karlsruhe des Deutschen Alpenvereins. Im Vortrag wurden von Matthias Henn anhand der Vorhabensgeschichte praktische Probleme dargestellt, Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt und die zugrunde liegenden sozialpädagogischen Motivationen, Ansätze und Begrifflichkeiten erläutert. Matthias Henn ist ausgebildeter Heilerziehungspfleger und Diplom-Sozialpädagoge. Er blickt auf langjährige berufliche Tätigkeiten für Menschen mit Behinderungen in den unterschiedlichsten Feldern der sozialen Arbeit zurück. In der Sektion Karlsruhe des Deutschen Alpenvereins koordiniert er alle inklusiven Angebote und leitet zusammen mit Frau Dr. Zaratnik die wöchentliche inklusive Klettergruppe, die beide gemeinsam aufgebaut haben und die in diesem Jahr mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Karlsruhe als vorbildlich für Inklusion im Sport ausgezeichnet wurde. Von wem ging die ganze Initiative aus für diese Klettersache da? Für dieses Projekt ging die Initiative im Kern von der Frau Zaratnik und mir aus. Wir hatten beide ungefähr um dieselbe Zeit denselben Gedanken und kamen dann im Zuge der Realisierung eines auch von der humanitären Botschaft mitfinanzierten Projektes der absenkbaren Kletterwand bei uns in der Halle zusammen. Und wie ist das Projekt beim Deutschen Alpenverein angenommen worden? Sehr positiv. Ja? Sehr positiv. Es gab von vornherein eine große Bereitschaft, Menschen mit einer Behinderung in die Vorhaben des Alpenvereins mit einzubinden. Was oft gefehlt hat, und das war ja auch Gegenstand des Vortrags, das waren Fragen, auch rechtliche Fragen, die nicht geklärt waren. Es war die Frage der Einschätzung des Potenzials, das vorhanden ist. Es war die Frage, wie mit Menschen mit bestimmten Behinderungsformen oder was auf den jeweiligen Leiter zukommt, wenn eine Behinderung vorliegt. Und wie ist die Resonanz bei der Zielgruppe? In der Dienstagsgruppe haben wir regelmäßig 5 bis 6 Teilnehmer, manchmal auch 8. Das ist eine offene Gruppe. Davon kommen manche Teilnehmer häufig, andere seltener. Wir haben immer wieder Wanderungen mit Menschen mit einer Einschränkung. Also wenn man auf die Wirkungen guckt, dann muss man natürlich sagen, ja, Sport ist gesund für die allermeisten Menschen, auch für unsere Teilnehmer. Und in dem Zusammenhang zeigt die Betätigung in der Gruppe auch ihre Wirkung. Da wird man kräftiger, man kann sich besser koordinieren. Das sind allgemeine Wirkungen, die jetzt nicht davon abhängig sind, ob das jetzt Menschen sind, die eine Behinderung haben oder nicht. Ja, die wesentliche Wirkung dieses Vorhabens oder der Arbeit, die wir tun, ist das Ermöglichen des Dabeiseins. Beim Klettern Spaß haben. Also Inklusion im wahrsten Sinne. Genau. Beim Deutschen Alpenverein bestand also schon von jeher die Bereitschaft, Behinderte mit aufzunehmen. Oder war das jetzt auch ein Problem? Ich kann jetzt nicht für den Deutschen Alpenverein in seiner Gesamtheit sprechen, aber nach meiner Erfahrung, die ich gemacht habe in dem Aufbau dieser inklusiven Arbeit, war die Bereitschaft sehr groß, also bei allen, die ich angefragt habe, auch Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Bergsport zu ermöglichen. Und es scheint ja ein voller Erfolg zu sein, wie ich heute gesehen habe. Ja. Jürgen Michelke, ein Teilnehmer der Klettergruppe,
kann dies nur bestätigen. Ich habe schon immer gern gedichtet. Und dann habe ich in der Zeitung erfahren, dass man Schnupperkurs machen kann, dass man sich das angucken kann. Dann bin ich hingefahren, habe mir das angeguckt und hat das Spaß gemacht. Und das bringt einem teilweise ein Erfolgserlebnis, weil wenn man eine Wand hochklettert oder wenn man ein bestimmtes Ziel schafft, wo man klettern will, dann ist das schon mal psychisch gut, weil dann hat man ein Erfolgserlebnis. Und das ist ein Sport, ein richtiger Sport. Das ist zum Ausgleich dafür, dass man eigentlich sonst nicht so tätig ist. Also das in der Halle klettern ist eine echte Sportart? Ja, das ist eine richtige Sportart. Und oft ist man so, dass man auch zum Beispiel also total verschwitzt ist, dass es auch körperlich total anstrengend ist und dass man auch sich die ganze Zeit konzentrieren muss. Ja, ich habe ja gesehen, da geht es ja ganz schön hoch. Ne? Ja. Und das ist sicherlich anstrengend, da hochzukommen. Ja. Wie hoch ungefähr? Das sind, also die Kletterwände sind alle 12,5 Meter hoch, aber die Schwierigkeit bei den Kletterwänden ist unterschiedlich. Die Schwierigkeit findet sich nicht durch die Höhe, sondern wie die Kletterwand beschaffen ist. Ach so. Ja, und wie stellt sich das dar? Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Also das, Schwierigkeitsgrade. Ja, das ist zum Beispiel, das ist auch für jeden individuell. Die Kletterwände haben alle verschiedene Formen, verschiedene Neigungswinkel. Und die Griffe, die man da benutzt, sind verschieden groß und verschiedene auseinander, also verschiedene Entfernungen von den Griffen. Und je nachdem individuell. Und das Gesamtbild gibt dann die Schwierigkeit. Kann man die Griffe einstellen? Also die Kletterwand selber kann man nicht beeinflussen. Mhm. Aber man kann abschätzen, es gibt verschiedene Abschätzungen, es gibt Einstufungen, so grob, wie die Schwierigkeit ist. Es geht von 1 bis 15. 1, 2 ist das leichteste. Und 15 ist Weltmeisterschaft. Ich schaffe immer nur 4 bis 6, wobei in der Halle eigentlich nicht höher als 6 ist. Also in unserer Halle ist nicht höher als 6, 7. Ach so, ich dachte, in der Halle geht es bis 15. Ja, es gibt weltweit Hallen, die gehen bis 15. Also es ist, jede Halle ist auch unterschiedlich geschafft. Man kann zwar schon sagen, dass man in der Halle klettert, ja. Aber zwischen den einzelnen Hallen gibt es Unterschiede. Aha. Ich kenne jetzt den Karlsruhe, beziehungsweise der Kletterchendienst. Und da ist es halt zum Beispiel so, dass es Kletterwände gibt, wo man sich mehr anstrengen muss, und Kletterwände, die ziemlich leicht sind. Und das kommt immer auf einen individuell drauf an, was für einen halt schwierig ist oder auch die Tagesform oder was man schwierig empfindet. Und ich meine, das ist ja ganz schön hoch, da kann man ja mal abstürzen. Was ist dann? Man darf halt keine Höhenangst haben. Und man darf jetzt nicht mit einer Unsicherheit angehen, man könnte jetzt abstürzen oder hoffentlich geht es nicht oder so, sondern man muss einfach mit einer Lockerheit angehen, da wird schon nichts passieren. Sonst kommt auf den Spaß drauf an und es ist ein richtiger Sport. Und wenn man mal abstürzt, dann wird man gehalten irgendwie. Ja, man wird gesichert. Ja. Man wird richtig gesichert. Ah ja. Ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass Sie runtergefallen sind? Ja, mir ist es auch schon passiert. Ja. Aber es ist nichts passiert, weil der, wo mich gesichert hat, immer aufgepasst hat. Ah ja, und dann wurde ich immer aufgefangen. Da hängt man dann im Seil und wird dann runtergelassen. Man darf halt auch nicht schreckhaft sein. Also wenn man plötzlich runterfällt, dann kann man sich schon erschrecken, wenn man schreckhaft ist. Aber wichtig ist, dass der, wo sichert, eben aufpasst und dass der Verantwortung hat.